Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier an der Mühle gemacht, ne? Warte mal. Wo war das jetzt hier? Ich muss die Pfeiltasten nehmen und nicht die WASD. So, wir haben gesagt, die Mühle ist unser Problem im Endeffekt. Die hat zu wenig Gerste hier zum Beispiel. Da ist nämlich jetzt nix. Das heißt, wir brauchen mehr Zulieferbetriebe. Mal gucken, wo die denn so liegen. Oh, da steht schon mal blockiert. Beladung 0% und die wollen wahrscheinlich anliefern. Warte auf freie Strecke. Ja, die haben alles da, aber. Deswegen klappt hier was nicht, weil der da steht und der macht was. Palettenstück gut. Dübeln sieht. Ach, warte mal. Ja, der wird wahrscheinlich dahin fahren. Ne, wo ist es jetzt? Warte, der macht zu. Machen wir an der Seite. Der will jetzt. Der ist hier und will wohin? Der fährt jetzt erstmal dahin. Ach so, okay. Mach zu. Wähle jetzt aus. So. Was macht der LKW da? Was bringt der da hin? Haben wir den noch falsch dirigiert oder was? Das ist jetzt hier ein Stück gut geladen, ne? Aber. Der muss da gar nicht hin. Der ist irgendwie, hat hier eine falsche Linie eingetragen, ne? Fahr mal zum Depot, bitte. Döbeln, Südstadt. Ne, Südostwald. Das ist hier. Aber hier gibt es nur das. Und die Mühle ist hier. Und da soll er die Paletten wegbringen. Das Mehl. Und der soll zur Großbäckerei. So, das würde bedeuten, der Fahrplan muss anders aussehen. Backwaren auf 2. Jetzt ist die Frage. Welches ist die Strecke, ne? Döbeln Mühle Betriebshof. Ah, das tut sich schwer dann. Der war schon mal falsch, ne? Das ist klar. Altenau. Dexen, Döbeln, Döbeln, Hafen, Markt, nein, Döbeln, Hofhafen, Mühle, Eier, Eier, Getreide, Brauerei, Getreide, Norddeutsche Mühle, das ist woanders. Der ist auch woanders. Radolfzell Süd, alter Getreidehof, Döbeln, Mühle habe ich aber. Ja, was ist denn hier auf der 32 los? Döbeln, Süddeutscher. Ja, das ist jetzt die letzte Route hier, oder was? Na, das bedeutet, wir müssen da wohl eine neue Linie machen, ne? Und zwar von da. Aber das muss ja schon geben hier, oder? Warte mal, wenn die da unten stehen, ne? Nein, die fahren. Also läuft hier auch was. Warte mal, das machen wir weg.
Linie ändern, nein, nicht ändern. Ich mache gerade Linie löschen erstmal. So, jetzt müssen wir gucken, welche Linie geht hier los. Mühle Markt. Dürfen Sie draußen mal Mühle, ist klar, Rodolfzell südlich, süddeutsch, alter Getreidehof, Mühle. Rodolfzell Markt. Und das ist jetzt hier die Zuliefergeschichte. Und das ist Getreide, Döbeln. Süddeutscher Getreidehof. Mühle. Fertig. Da fahren die jetzt hin. Aber mach das nochmal auf. Die Getreide Döbeln Süddeutschland ist klar. Mühle Markt. Döbeln Südostwald Mühle. Dann kann es nur sein, dass der hier zum Markt fahren sollte, ne? Typen. Welche Linie war das jetzt hier? Mühle Markt. Dann muss der da drauf. Und starten. Und Mühle Markt ist da in den roten Zahlen. Da fahren jetzt drei LKWs rüber. Und das lief nicht, weil da nicht zugeliefert wurde. Kann das sein? Die fahren ja alle zurück. Klick daneben. Auch gut geklappt wieder. Ja, 12 Paletten Mehl. Der fährt irgendwo hin. Das ist auch gut so. Macht dazu. Das macht auch zu. So, jetzt müssen wir gerade erstmal reingucken. Hier nochmal Mehl 73, Weizen 0. Weizen fehlt. Jetzt kriegt er gerade Weizen. Der Weizen wird runtergearbeitet. Ja, ich glaube, wir brauchen hier noch Trecker. Und da auch noch Trecker, ne? Der hat noch nicht mal Felder, hier doch eins, ne? Ist aber alles voll. Toll daneben, oder was? So, das bedeutet, wir müssen das Depot aufsuchen. Und noch Fahrzeuge drauf schicken. So. Flachs ist auch möglich, ne? Eisenerz ist das. Das ist nicht Flachs. Jetzt haben wir Flachs. Ja, und das ist der Trecker, ne? So, und den können wir dann auf die Strecke, die wir gerade eben umbenannt haben. Draufsetzen, kopieren den nochmal und starten, starten. Und den können wir nochmal draufsetzen. Das andere war Getreidehof, Norddeutsche Mühle, Hoffen. Nee, Norddeutsche Mühle, nee. Wo war der zweite jetzt? Der ist es, glaube ich. Kopieren und starten. Starten. So. Der fährt da lang. Den nehmen wir mit. Und die anderen beiden müssen das ja hier gewesen sein dann, ne? Ja, und hier geht die Straße nämlich ab und da ist er lang gefahren, ne? Genau. Glaube ich zumindest.
Hier ist natürlich gut am Wachsen. Ja, und da sieht man die Zahlen dann auch ganz hoch. Da kann auch zu. So, das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass das mehr wird. Da ist ja noch einer dann, ne? Wie heißt denn der Hof hier? Die deutsche Alter Getreidehof, okay. Ne, den haben wir schon genommen, glaube ich, ne? Ja. Die brauchen ewig, bis sie ankommen. Deswegen läuft hier auch nichts. Da ist schon wieder leer. Ja, geht aber nicht schneller, ne? Die anderen müssen jetzt hier runterfahren, ne? Wo fährt er denn jetzt lang? Ach so, der fährt bestimmt zur anderen Mühle. Und da haben wir natürlich den Schnellen erwischt. Triebshof. Tja, wüsste ich auch gerne, wo das ist. Was ist denn hier, ne? Der nimmt auf dem Rückweg Getreide mit, welches dann wiederum zur anderen Mühle gebracht wird. Ganz einfach. Krass, oder? Na, ist halt so. Wo fährt er jetzt lang? Er fährt hier hin. Da haben wir noch zwei draufgesetzt. Alles klar. Und die beiden sind dahin unterwegs. Da die so dicht aufeinander fahren, kann er nicht überholen. Schade, ne? Das würde bedeuten, machen wir den hier auf, machen wir Fahrplan auf. Ah, jetzt hat er es geschafft. Na, dann lassen wir weiterfahren. Gut, ist unterwegs. Ja, passt erstmal. So, jetzt müssen wir hier oben noch gucken, wie die Anlieferung bei der großen Mühle ist. Ja, Süddeutscher Alter Getreidehof. Das ist auf der anderen Seite von der Insel da. Und der zweite auch, ne? Ja, da hatten wir schon mal reingeguckt, glaube ich, ne? Das ist also im Endeffekt, wird das sowieso schon nach da geliefert. Und der Zug, der da jetzt gerade zurückkommt, bringt das alles weg. Der bringt das nach hier unten. Lass mal gucken, hier links muss es sein. Hier irgendwo hin. Der bringt es hier hin. Zur Futterfabrik, ne? So, und dann kommt das da hin. Wird darüber geschafft. Per Zug. Darüber. Kommt dann bis wohin? Bis zur Geflügelfarm, ne? Ja, wo ist die Geflügelfarm? Da. So, und da wird dann Tierfutter gemacht. Von hier müssten wir dann das Zeug weiter runterbringen. Finde ich hier eine Anlieferung mit Getreide statt? Nein, da geht's Mehl hin. Das würde bedeuten, wir müssten bis da hinten hin das alles transportieren. Ja, das ist schwierig. Die andere Geschichte wäre übers Wasser. Das wäre hier. Was wird hier angeliefert? Südfrüchte. Auf Paletten. Und die haben Mandeln, Wafer, Südfrüchte, okay. Hier ist was blockiert, auch schön. Ist keine Milch mehr da, oder? Markt.
Vieh und Milch. Ist alles da. Sind aber zwei Milchwagen. Die fahren nicht, weil keine Milch gebraucht wird, ne? Das bedeutet so Markt voll. Hier ist der Markt und der muss reichlich Milch haben, hat er auch da voll. Ja, gut. Ja, das Getreide von der anderen Seite hier rüber zu bringen, das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Dafür muss man schon wieder zu weit bauen. Das heißt, wir müssen definitiv von hier mehr liefern. Von da auch mehr liefern. Und der ist ja so nebenbei, dass er das macht, ne? Ja. Gut, wenn wir jetzt hier in den Hof gehen, dann sehen wir, dass da Klamotten lagern, die zur Mühle müssen. Weizen, Weizen, Gerste. Und das nicht wenig. Aber dann ist das jetzt vom Süddeutschen Alter Getreidehof, Radolfzell, zur Mühle. Aber da ist nicht der Richtige, ne? Getreide, Döbeln, Alexen. Getreide, Norddeutsche Mühle. Was ist das für eine Linie? Süddeutscher alter Getreidehof Radolfzell, Radolfzell. Das ist der Weg, den er nehmen muss. So. Die fahren jetzt alle vier. Das sollte jetzt funktionieren. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.